Es ist ja so, dass die Wissenschaft behauptet, unser Bewusstsein käme von unserem materiellen Dasein her, also von unserem Gehirn. Wir hätten kein Bewusstsein, gäbe es uns nicht als leibliche Menschen. Für mich stellt sich das aber genau andersherum dar. Für mich ist das Bewusstsein das Entscheidende. Unsere Natur ist es von Haus aus, dass wir ein geistiges Wesen sind und kein materielles Wesen. Und dass sich alles von unserem Bewusstsein her gestalten lässt. Und meine Jenseitserfahrung war eine Bewusstseinserfahrung. Und deswegen kam ich zu dem Schluss letztendlich, dass Jenseits und Bewusstsein in einer gewissen Form zusammenhängen. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Und ich bin letztlich durch meine Überlegungen und durch meine philosophischen Anschauungen zu dem Schluss gekommen, dass Bewusstsein und Jenseits in etwa das Gleiche sind. Wenn wir im Jenseits uns befinden, dann sind wir nur noch Bewusstheit. Wir sind nur noch seelisches Wesen. Wir sind völlig entmaterialisiert. Wir sind kein körperliches Wesen mehr. Wir sind nur noch reine Wesenheit. Und von daher sehe ich einen direkten Zusammenhang mit dem, was wir Jenseits nennen. Das Jenseits ist eine Form von Bewusstheit, in der wir alle letztlich uns wiederfinden, wenn wir die materielle, ich sage auch gern die virtuelle Welt, die wir hier erleben, wenn wir diese virtuelle Welt verlassen, dann finden wir uns gemeinsam wieder in dieser jenseitigen Bewusstheit. Eine Psychologin, die Dorothea Rau-Lemke, meinte, ich hatte Jahre danach Sehnsucht nach diesem Licht, nach diesem Glück und dieser Liebe, empfand sogar Groll, weiterleben zu müssen. Leben bedeutete in der ersten Zeit für mich nur noch Arbeit und Anstrengung. Der innere Konflikt der betroffenen Menschen kann auch eine Partnerschaft belasten. Trennungen und Scheidungen kommen häufiger vor als sonst. So gesehen ist es besser, wenn man keinen nahtoderfahrenen Partner hat. Ich denke wieder an eine Karikatur. Noch besser wäre es, wenn man einen atheistischen Freund oder eine atheistische Freundin hat. So wird es auf der Karikatur gezeigt. Doch sieht man eine Frau im Gespräch mit ihrer Freundin. Sie sagt: Ich bin so glücklich. Mein neuer Freund ist Atheist. Er betet nur mich an. Was würde dagegen eine nahtoderfahrene Frau zu ihrem neuen Freund sagen? Das erzählte mir eine betroffene Frau. Sie habe ihrem neuen Partner gesagt: Du kannst nie mein Liebster sein. Die Reaktion des Mannes kenne ich nicht, aber vielleicht war das auch gar keine schlechte Voraussetzung für eine gute, dauerhafte Beziehung. Es war die größte Wende in meinem Leben. Obwohl ich erst 8 Jahre alt war, hatte ich doch wohl schon sehr viele Glaubenssätze, einfach übernommene Vorstellungen. Und das ist alles in Bewegung gekommen. Ich konnte das nicht mehr halten. Ich bin auch sehr religiös erzogen worden. Ein Stück weit habe ich das immer in versucht zu vereinbaren mit dem, was ich auch schon in diesen früheren außerkörperlichen Erlebnissen gelernt hatte. Aber diese Nahtoderfahrung hat den Raum dazu nicht mehr zugelassen. Es war Ende. Ich konnte das nicht mehr glauben, was ich in dieser streng christlichen Sekte gelernt hatte. Das war ein ganz massiver Einschnitt, weil mich das auch distanziert hat von der Familie. Anfangs habe ich probiert zu erklären, was ich sehe, was nicht passt, warum das nicht stimmen kann.
Ich habe dann gemerkt, dass ich meine Mutter damit so sehr verletze, weil für sie war das Allerwichtigste, dass ich in dieser Religion bleibe. Und dann habe ich das halt mehr für mich behalten. Mhm. Es gab lange Zeit einen stillen inneren Weg, wo ich das, was durch die Nahtoderfahrung in mir passiert ist, einfach weiter verfolgt habe. Ich musste ja das irgendwie verarbeiten, durch Prozesse gehen. Und ich habe mit niemandem gesprochen über die Nahtoderfahrung dann bis nach 20. Mhm. War das mein Geheimnis, einfach weil ich so sehr daran gewohnt war, dass ich darüber nicht sprechen darf, weil das zu sehr Wellen wirft. Und aber auch danach, ich bin dann weg von zu Hause, weg von der Sekte, auch sobald ich konnte, alt genug war. Und es war aber nicht nur dieses religiöse Weltbild, das zu bröckeln begann oder nicht mehr haltbar war, sondern überhaupt ein sehr materialistisches Weltbild, was mehrheitlich gelebt wird. Und ich wusste einfach, ich muss einer inneren Entwicklung nachgehen. Es war eine Diskrepanz da zwischen der Liebe, die ich erlebt habe, und dem Licht, von dem ich auch wusste und spüren konnte, dass es in mir war, in dieser Intensität seit der Nahtoderfahrung, und dem Leben hier als Ramon mit all seinen Prägungen und Eigenarten und den Anforderungen von der Welt da draußen. Es war total schwierig. Wie kann ich das zusammenbringen? Das hat mich tatsächlich bis heute beschäftigt und ich bin immer noch dran, das immer intensiver zu lernen, das zu einer Einheit zu machen, dieses Leben hier und das Leben da. Ich hatte lange Jahre auch so eine Sehnsucht nach dem Zurückgehen. Ich denke, hätte ich nicht gewusst über Leben und Tod, was das bedeutet, ich hätte mir das Leben genommen, um dahin zu kommen, aber ich wusste ja, ich musste hier sein, das war klar, aber ich habe mich geflüchtet halt vor dieser Realität, die so nicht zusammenpasste, mit verschiedenen Mitteln, und hatte einen intensiven Weg zu lernen, auch hier die Verantwortung zu übernehmen, so wie damals beim Sterben, zu akzeptieren, dass ich hier bin und dass das einfach ein Fact ist und dass die Welt so ist, wie sie ist, Fact, Punkt, Ende. Und jetzt muss ich gucken, wie kann ich meine Aufgabe erfüllen. Ich habe ja eine Aufgabe bekommen mit dieser Nahtoderfahrung. Und die ist diese Liebe hier zu verwirklichen, hier zu leben. Also musste ich mich auf die Suche nach Wegen machen. Und dann kam eben auch dieser Spruch auch recht schnell. Ich bin ja nicht in der Kirche, aber ich bin jetzt auch nicht gläubig insofern, aber es war meine Stimme, ich habe es aber nicht gesprochen, aber es war meine Stimme, die richtig in mich durchschoss, und das war dieser Satz: Gott gibt Leben und Gott nimmt Leben. Und da haben wir gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich richtig, richtig Mist gebaut. Ich habe schon viel Mist gebaut, aber das war jetzt richtig Mist. Ich musste erstmal diese ganze Geschichte, dass ich hier jetzt gerade mein Leben beenden wollte, was nicht funktioniert hat, und dass ich da nicht mehr rauskomme aus meiner Krise. Das musste ich erstmal, da musste ich mich tatsächlich outen. Ich bin allein nicht mehr weitergekommen. Auf Druck von außen hin habe ich dann, es hat allerdings noch recht lang gedauert, nach 2 Jahren zu einer Therapie gegangen. Habe dann eine Psychoanalyse gemacht über 5 Jahre. Ging es um das Thema Suizid. Das hat auch super funktioniert. Ich hatte eine klasse Therapeuten. Irgendwann sind wir auch auf dieses Thema gekommen, eben was dabei passiert ist. Und ich wusste ja, das ist mehr, das ist nicht keine Halluzination gewesen. Ich hatte welche, aber das war anders. Und ja, der hat sich das angehört und hat mir gesagt, nein, also sie hatten so viele Tabletten, das sind Halluzinationen. Und dann war ich erstmal richtig enttäuscht. Und dann gedacht, gut, er wird es wissen, er ist ja irgendwo vom Fach. Und ich muss mir da jetzt selber klar werden, ich bilde mir da vieles ein. Ich muss dieses Thema vergessen.
und habe das wirklich verdrängt über viele, viele Jahre hinweg. Also es war erst letztes Jahr, 20 Jahre später, ziemlich genau sogar, 20 Jahre später, als ich zufällig diesen Film von der Gabi Köster gesehen habe. Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Ich wusste von dem Schlaganfall, ich wusste allerdings nicht, dass sie ein Nahtoderlebnis hatte. Ich sah mir diesen Film an und als dann diese Szene kam, wo sie eben, gut, bei ihr war es eine Blumenwiese, bei mir war eigentlich alles nur hell, und sie begegnet ihrem Vater und ihr Vater fragt sie das Gleiche, wie mich mein Großvater gefragt hat, was machst du hier? Und ihr ging es genauso wie mir, was ist hier? Und da habe ich mir gedacht, das kann jetzt kein Zufall sein. Nein, ich lasse mir das auch gar nicht mehr einreden, dass das jetzt hier alles eine Einbildung ist. Und habe dann angefangen, dieses Thema aufzuarbeiten. Ich habe mir Bücher besorgt, Fachbücher, habe mich in das Thema eingelesen. Bin dann irgendwann über ihren Kanal auch gestolpert, so ein halbes Jahr später. Und dann war mir klar, das will ich wieder annehmen, das will ich wieder zulassen. Die andere Frage, ja, wie bin ich dann gegenüber meinen Mitmenschen damit umgegangen? Ich habe vorsichtig versucht, mich, ich sag mal, nahestehenden Personen da zu öffnen und mich denen anzuvertrauen. Aber ich bin noch nie auf so viel Unverständnis und so viel, ja, fast Ablehnung gestoßen, wie in diesem Moment. Ich habe das Gefühl gehabt, als würde man mich wie einen Geisteskranken betrachten, der jetzt irgendwo so nach dem Motto, jetzt flippt er ganz aus. Ich war schon immer ein bisschen ein Mensch, der vielleicht nicht ganz so normal reagiert hat und immer so ein bisschen seinen eigenen Weg auch gegangen ist. Nonkonformist. Nonkonformist, ja, so kann man, glaube ich, sagen. Und von daher habe ich dann solche Gespräche sehr, sehr schnell eingestellt und sein lassen und habe das dann einfach für mich erstmal in mir getragen. Dieses Verdrängen, das hat mir nicht gut getan. Das hat mich innerlich härter gemacht. Und seit ich mich mit dem Thema mehr beschäftige wieder und seit ich das Gefühl zulasse und auch dazu stehe und auch drüber rede, seitdem wird es innerlich wieder weicher. Das wieder. Ich muss nicht so gegen mich arbeiten. Ich hatte immer das ist ein Teil von einem. Das ist nicht was, was man einfach so verdrängen kann wie irgendwas. Es ist ein Teil von einem. Das geht nicht weg. Das ist immer da. Und das ist auch, ich habe das ja auch immer gemerkt im Alltag. Ich habe es halt immer nur für mich alleine ausgemacht. Wenn ich unterwegs war, mein Großvater, ich denke sehr, sehr oft an ihn. Und ich bin froh, sehr, sehr froh, dass er mich wieder zurückgeschickt hat. Dass er es nicht zugelassen hat, dass ich zu ihm gehe und ihn umarme. Ich bin mir sicher, er hätte es genauso gewollt, aber er wusste auch wie ich, das ist nicht gut. Und ja, wenn ich hier unterwegs bin, fahre mit dem Motorrad die schönsten Straßen und lebe wieder so richtig, dann schreie ich es manchmal einfach nur so raus und bedanke mich bei ihm. Danke Opa, das war eine tolle Sache. Und ich bin mir sicher, wenn ich irgendwann wieder mal ankommen, dann wird es anders sein. Dann wird er mich in den Arm nehmen, dann wird er mit Sicherheit sagen, ich bin stolz auf dich. Weil so viel passiert ist. Also ich hatte mit meinen Eltern lange Zeit ein schwieriges Verhältnis und es ist heute so, dass wir eine unglaubliche Nähe entwickelt haben. Ging einfach auch damit los, dass ich angefangen habe, mir zu verzeihen, was ich mir angetan habe, was ich anderen angetan habe. Ich habe da auch einen anderen Blickwinkel eingenommen. Dieses Egoistische ist auch immer mehr weggegangen. Und da kommt so viel zurück. Also mein Vater hat erst vor kurzem zu mir gesagt, mein Vater ist sehr krank geworden. Und er sagt zu mir, er ist auch überhaupt nicht gläubig. Ich bete für dich. Und dann habe ich ihn so angeguckt. Und der war eigentlich derjenige, der immer rückwärts aus der Kirche raus ist, bevor die Tür zuging und die Messe begann. Und dann dachte ich mir, früher hätte ich damit gar nichts anfangen können und heute macht es mich unglaublich stolz. Und das ist es. Da denke ich immer, ja, wir haben wirklich viel, viel erreicht. Und ich will dieses ganze Thema, dieses Thema Tod, was
so schlimm bei uns ist, was so immer irgendwas mit, sicher ist es Trauer, das gehört alles dazu, aber nicht nur. Der hat auch eine wunderbare Seite, ich dürfte die kennenlernen. Ich fand es nur schade, dass es so kurz war, ich wäre gerne länger da geblieben. Aber es hat eine wunderschöne Seite und die gehört dazu und mein Ziel ist es auch, was mich antreibt, wenn jemand gehen will und ich darf dabei sein, dass ich denjenigen in Frieden gehen lasse, dass ich loslasse und auch Frieden, viel mehr Frieden schaffe mit vielen Dingen. Also das sind die Probleme, die gelöst werden wollen. Also das war ein Auftrag, den habe ich bekommen, den habe ich auch verstanden, das war eine Message. Es war ja nicht so, dass ich zurückkomme, bin allwissend und weiß jetzt, wo es lang geht. Im Gegenteil, man ist verwirrter als vorher. Es ist auch jetzt so, dass sich sicherlich Fragen klären, aber auch wieder neue Fragen dann auftauchen, mit denen man sich dann beschäftigt. Und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt für mich ein neuer Weg, das ist mein Weg, den ich jetzt endlich gefunden habe. Und da stehe ich halt jetzt wieder mal ganz am Anfang. Aber ich darf ihn gehen. Ich habe ihn gefunden und und ein freundlicher Mensch tat seine Pflicht und fragte, als er sah, dass ich wieder zu mir kam, wie heißen Sie und welche Krankenkasse haben Sie? Und dann musste ich wirklich lachen. Die Erde hatte mich wieder. Trotzdem, die erste Enttäuschung war ganz schnell überwunden und ich betrachtete es als ungeheures Geschenk, nochmals leben zu können. Und zwar ohne diese ständige Angst im Hintergrund, was ist der Tod, was, wohin gelangen wir da und so weiter. Es ist eine Angst, die wahrscheinlich viele weitere Ängste mit sich zieht und die war weg. Und ich war so glücklich über dieses Geschenk des Lebens, dass ich wochenlang, also so euphorisch war, so glücklich, so fröhlich, dass die Leute, die mich besuchen kamen, ständig sagten, hat man dir Morphium gegeben oder was? Aber es war nicht so. Also ich war einfach ganz glücklich und man brachte alle Leute, ich war so in einem Sechserzimmer, Leute, die Suizidversuch gemacht hatten, brachte man in mein Zimmer, weil ich das Leben so schön fand. Und das ist geblieben, diese Vorstellung, dass das Leben ein ungeheures Geschenk ist. Das gar nicht selbstverständlich ist. Mit allen Höhen und Tiefen, das jedes Leben in sich hat. Aber nicht jeder Tiefe gibt es auch wieder Höhen. Und insgesamt ist das Leben doch ein ungeheures Geschenk. Und es erfüllt mich mit großer Ehrfurcht. Und ich muss sagen, die weitere Wirkung, ich weiß natürlich nicht, wie ich mich entwickelt hätte ohne diese Erfahrung, aber gesamthaft muss ich sagen, nachher hatte ich eine intensivere Beziehung, zum Beispiel zur Natur, zu Pflanzen oder überhaupt zur Natur, zum Geschehen der Natur, zum Leben. Das Leben erfüllt mich mit einer unglaublichen Ehrfurcht. Ich betrachte es immer wieder neu als Wunder. Und eben diese Angst ist weg vor dem Tod. Im Gegenteil, ich habe eine geheime Vorfreude, denn das Präludium war so wunderschön, dass ich denke, das Konzert, das dann einmal folgen wird, wird noch schöner sein. Ich hatte, während ich dort drüben war, keinen religiösen Bezug oder irgend sowas. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwo das mit meinem christlichen Glauben in Verbindung gebracht, sondern es war eine völlig losgelöste Situation, von religiösem Hintergrund, von kirchlichem Hintergrund. Das spielte da überhaupt keine Rolle mehr. Und erst im Nachhinein habe ich versucht, das dann zu verarbeiten und da nochmal drüber nachzudenken. Ich habe es als eine göttliche Gnade empfunden, diesen Bereich sehen zu dürfen, dort faktisch eingeladen gewesen zu sein. Aber es jetzt mit Religionen, mit weltlichen Religionen in Verbindung zu bringen, das war nicht der Fall. Die Liebe, die Sie empfunden haben, hatten Sie den Eindruck, dass diese Liebe von dem Lichtwesen ausging, mit diesem Wesen verbunden war? Ja, also
Es ist tatsächlich so, dass mit Erscheinen dieses Lichtwesens dieser entscheidende Moment da war, diese Glückseligkeit zu spüren, dieses Abfallen der menschlichen Lebenslast, sage ich mal, dieses Freisein, dieses komplette Freiwerden. Es war in dem Moment tatsächlich alles irgendwie gegenstandslos, was man auf dieser Welt alles so an seelischem Ballast mit sich trägt und mit sich führt. Und das war das Schöne und das Befreiende. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass diese Begegnung keinen religiösen Hintergrund hatte. Also es war nicht so, dass ich da irgendwo kirchliche, christliche oder sonstige religiöse Blickpunkte oder Blickwinkel hätte einnehmen können oder müssen, sondern es war völlig losgelöst von diesen Dingen. Das Erste, was mir klar wurde, ist, dass ich, sag mal, von meinem christlichen Hintergrund, von meinem religiösen Hintergrund, vieles von dem bestätigt fand, was ich eigentlich vorher schon nur glauben durfte, sage ich mal so. Also, dass es ein Jenseits gibt, dass es eine göttliche Liebe gibt, dass es eine andere Dimension gibt, die uns irgendwann auffängt, wenn wir diese Welt verlassen. Das war meine religiöse Grundüberzeugung schon vorher. Aber mit diesem Erlebnis wurde das zur Gewissheit. Und das ist natürlich schon etwas, was man auch nicht so ohne weiteres verarbeiten kann, wenn man das plötzlich, was man vorher glaubte, als Tatsache empfindet. Diese Nahtoderfahrung allerdings hat mir einen gewissen Background gegeben, der mich speziell auf die Suche nach Philosophen geschickt hat, die sich dann auch tatsächlich in diesem Sinne irgendwie auch äußern und ausgedrückt haben. Und da stieß ich vor allen Dingen auf zwei Philosophen, und zwar in erster Linie auf Platon, der schon 300-400 Jahre vor Christus Dinge aufgeschrieben hat und in seiner Philosophie kundgetan hat, die so hochinteressant für mich waren und sich mit dem, was ich erlebt habe, in schlüssiger Weise auch vereinbaren ließen, dass mich dieser Philosoph nicht mehr losgelassen hat. Ich habe mich dann sehr intensiv mit Platon beschäftigt und dann natürlich auch im Anschluss mit seinen Nachfolgern, den Neuplatonikern. Und da habe ich dann eben gesehen, dass vieles von dem, was ich so in meiner Nahtoderfahrung erlebt und an Wissen, an spirituellem Wissen mitgebracht habe, dort schon einmal erkannt worden war, aufgeschrieben worden war. Also zunächst mal halte ich Religion für ein schon sehr wertvolles Gut, das wir hier auf dieser Welt haben. Denn auch mich hat ja meine Religion letztlich auf spirituelle Wege geleitet, die mir geholfen haben, mich hin in eine Richtung zu bewegen, die mir gezeigt hat, dass die Welt hier nicht alles und das Letztendgültige ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich mit Religionen oder sollten mit Religionen auch vorsichtig umgehen, denn Religionen neigen leider Gottes eben auch dazu, ein gewisses Exklusivrecht für sich in dieser Welt zu fordern. Und dieses Exklusivrecht der Religionen kann ich als Nahtoderfahrener in keinster Weise nachvollziehen. Und da wird es, denke ich, für uns gefährlich, und wir erleben das ja immer wieder, wie religiöser Fanatismus, möchte ich vielleicht sogar schon sagen, in Sackgassen führt, die uns Menschen eigentlich nicht weiterführen. Habe ich versucht, diese Gemeinsamkeiten der Religionen herauszuarbeiten und da auch sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden. Um einige zu nennen, es ist einfach der Glaube an ein Jenseits, der Glaube an ein Leben nach dem Tod,
der Glaube an eine göttliche Instanz. Das sind Dinge, wodurch sich eben viele Religionen miteinander verbinden. Und die sind auch das Entscheidende. Die Situation im Jenseits hat sich mir auch so dargestellt, dass diese Dinge die an sich Entscheidenden sind. Das Bewusstsein, es gibt ein Jenseits, das Bewusstsein, wir sind ein seelisches Wesen, wir leben ewig, wir sind Menschen und Wesen, die nicht letztlich an diese materielle Welt gebunden sind. Und was am wichtigsten war, ist eben auch diese Verbundenheit zu einer göttlichen Instanz, zu einer göttlichen Liebe. Und da treffen sich alle Religionen letztlich wieder. Da sind sie wahrhaftig, da helfen sie den Menschen. Aber dort, wo sie sich gegenseitig ausgrenzen, da werden diese Religionen leider manchmal grotesk und absurd, und da wollte ich mich immer auch wehren. Die Auseinandersetzung eben gerade mit den Religionen hat mir gezeigt, dass auf der einen Seite vieles Gutes und viel Wahres dran, auf der anderen Seite doch einiges korrigiert werden müsste. Und es ist ja so, dass es unter Religionen doch immer auch noch eine Menge Konflikte gibt. Und ich sehe mich als Vermittler. Ich möchte zwischen diesen Kulturen, zwischen den Religionen in einer gewissen Art und Weise vermitteln. Ich möchte da einen Mittelweg aufzeigen, der die Menschen in eine Richtung führt, in der Völkerverständigung, Frieden und tatsächlich Liebe auf Erden eine bessere Chance hat, als das bisher der Fall gewesen ist. Ich denke, wenn man diese Botschaft aus dem Jenseits in diese Welt tragen kann, dann wäre das schon sehr, sehr viel. Und da würde ich mich freuen, wenn ich dazu ein bisschen beitragen könnte. Ja, dieses Licht, das verfolgt mich seitdem. Ich wollte tatsächlich in den Wochen, Monaten, ersten Jahren nach diesem Erlebnis nichts als hin in dieses Licht. Ich hatte Heimweh nach diesem Licht. Ich hatte wahnsinnige Sehnsucht nach diesem Licht. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dieses Licht hier suchen kann. Und ich suche dieses Licht. Also ich bin so eine richtige Sucherin seitdem. Ich suche dieses Licht in der Begegnung mit Menschen. Ich suche es im Morgenlicht, wenn die Nacht so langsam verschwindet. Ich suche es im Abendlicht. Ich suche es im Gewitterlicht. Ich suche es in Begegnungen mit Menschen, in ganz tiefen Begegnungen. Ich suche es in der Sexualität. Aber das alles, das ist nur so ein eine Erinnerung dran, einen Hauch davon, so wie die Morgenröte mir nur von der Sonne erzählen kann oder der Silberstreif auf dem Meer mir vom Mond erzählen kann. So ist alles das, was ich hier in Sachen Licht oder Lichtsuche entdecken kann. Und ich habe dann nach wenigen Jahren, wirklich nach ganz wenigen Jahren, begonnen, mich chronisch kranken und unheilbar kranken, sterbenden Menschen zuzuwenden. Und habe da plötzlich bemerkt, dass ich da was kann, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich das kann oder das auch für mich kein Thema war. Und dass ich da Dinge erleben kann, wie ich das in diesem Licht hatte, diese Fraglosigkeit, dass ich ganz eng an Gefühle von Menschen rankomme, dass diese Menschen sich bei mir ganz geborgen und sicher fühlen können, so wie ich mich in dem Licht ganz sicher und auch hochlebendig gefühlt habe und so glücklich gefühlt habe. Am häufigsten ist mir aufgefallen, kommt in Nahtodberichten Humor ins Spiel, wenn es um das heikle Thema der Sexualität geht. Da liest man nicht viel drüber, kann man auch verstehen, dass die Leute dieses Thema gerne ausklammern. Aber es gibt einige Mutige und die berichten humorvolle Szenen. Ein Beispiel dafür liefert eine kleine Szene, die Howard Storm berichtet. Howard Storm war Kunstprofessor. Er hatte ein Nahtoderlebnis, in dessen Verlauf er
außerordentlich schönen, strahlenden Lichtwesen begegnete. Auf einmal wurde ihm bewusst, dass diese Wesen alles mitbekamen, was er dachte. Das machte ihm Angst. Der Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Was passiert, wenn ich etwas denke, von dem ich nicht will, dass ihr es mitkriegt? Und schon sei das Reizwort Busen in ihm aufgetaucht. Die Lichtwesen brachen in Lachen aus und teilten ihm mit, dass sie alles wüssten, was ich je gedacht habe und dass ich sie nicht mehr überraschen könne. Mit dieser Bemerkung wird die Sexualität einerseits aus dem Bereich des Geheimen und Verborgenen herausgeholt, andererseits wird ihr durch einen humorvollen Umgang das Peinliche genommen. Im Verlauf der Begegnung mit den Lichtwesen kam es noch zu einer weiteren ähnlichen Situation. Howard Storm bemerkte, wir haben eben über den Geistkörper gesprochen, also er hat sich in seinem Geistkörper nackt gefühlt. Daraufhin habe er versucht, entsprechende Stellen seines früheren Körpers mit den Händen zu bedecken. Diese spontane Geste, schreibt er, führte zu allgemeiner Erheiterung und wurde beantwortet mit dem Gedanken, dass sie jede meiner Erscheinungsformen durch und durch kannten und ich nichts vor ihnen verbergen bräuchte. Daraufhin habe er versucht, das Ganze etwas entspannter anzugehen. Mich erinnern diese Szenen an Therapiesituationen. Auch im Therapiekontext ist die Sexualität ein schwieriges, weil schambesetztes Thema. Und manche Therapeuten setzen bewusst den Humor ein, um es den Klienten zu erleichtern, mit dem Gefühl der Peinlichkeit umzugehen. Humor kann eine hervorragende Weise sein, Akzeptanz zu vermitteln. Besonders prekär ist die Situation für Homosexuelle, die damit leben müssen, dass ihre Sexualität immer wieder in Frage gestellt wird. Das wird in einem Bericht deutlich, in dem ein Homosexueller über seinen Lebensrückblick spricht. Während er auf sein Leben zurückschaute, sei ihm bewusst geworden, dass sich alle Selbstzweifel in seinem Leben um die Frage gedreht hatten, ob er in den Augen Gottes irgendeinen Wert besäße, weil er homosexuell war. Er habe seinen ganzen Mut zusammengenommen und die Lichtwesen, die um ihn waren, gefragt: Ist es okay, schwul zu sein? Was glauben Sie, was man so als Lichtwesen darauf antwortet? Die Lichtwesen lachten und sagten: Was glaubst du wohl, wer homosexuelle Menschen geschaffen hat? Der Mann schreibt: Ich weiß noch, dass wir uns alle halbtot lachten. Hier wird deutlich, dass in Nahtoderfahrungen die Homosexualität nicht verurteilt, sondern akzeptiert wird. Dem Mann wird vermittelt, dass er mitsamt seiner Sexualität okay ist. Verständlicherweise war das für ihn eine befreiende Erfahrung. Zum ersten Mal in seinem Leben sei er in vollständigem Einklang mit sich gewesen. Er wurde gefragt, ob die Nahtoderfahrung in irgendeiner Weise seine Einstellung zu seiner sexuellen Identität geändert habe. Darauf antwortete er: Ja, ich wurde freier und offener im Hinblick auf meine Identität. Ich war zu einer viel tieferen Beziehung zu meinem Partner fähig. Ich befinde mich zwar in einem Zustand der Bedingungslosigkeit, in einem Zustand des Friedens, in einem übergeordneten Bewusstseinszustand, aber diese menschlichen Gefühle gibt es dort nicht. Es gibt auch keine Zweifel oder Ängste oder Sorgen. Das ist dort alles nicht vorhanden. Aber das können wir hier erleben in diesem Körper. Wir können uns streiten und wieder versöhnen. Wir haben Hunger, können uns was Tolles zu essen kochen und haben dann diesen Genuss des Essens. Das sind alles Erfahrungen, die gibt es als Seele nicht.
ich funktioniere nicht mehr. Ich achte auf meine, vor allem auf meine Gefühle. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Ich bewerte mich überhaupt nicht mehr. Das Leben hat eine andere Intensität bekommen, eine ganz andere. Würde darin aus Ihrer Sicht für jeden der Weg liegen, das Leben so zu erfahren, wie Sie es gewissermaßen im Zeitraffer erfasst haben? Der Witz ist, wir haben das ja alle schon gehabt. Jedes Kind lebt in diesem Zustand. Es lebt in diesem Flow, wo es keinen Raum und kein Zeitgefühl hat. Es spielt, es beschäftigt sich mit den Dingen, die ihm Spaß machen. Kann dann sofort alles stehen lassen, fängt was Neues an. Und dann wird uns das abtrainiert. Und wir werden erzogen oder versuchen uns passend zu machen für eine Gesellschaft. Und ich glaube, genau da setzt im Moment dieser Wandel ein, dass gerade Eltern und Großeltern beginnen, die Kinder anders zu erziehen. Ihnen es nicht ihre eigene seelische, ihr seelisches Wesen nicht mehr abzutrainieren. Und ja, darin besteht ein Teil des Sinns des Lebens, auf uns selbst zu hören, unsere eigenen Erfahrungen zu machen, auch eigene Widerstände zu erfahren. Es bedeutet nicht, dass das Leben immer leicht ist. Es bedeutet nicht, dass da keine Herausforderungen kommen, dass da keine Prüfungen auf uns zukommen. Aber ich gehe jetzt ganz anders damit um. Ich drücke nichts mehr weg. Es gibt nichts mehr, was ich nicht haben will, wogegen ich mich sträube oder Widerstand leiste. Ich habe mich mit ganz vielen Dingen nicht mehr beschäftigt, die vorher für mich wichtig waren. Und durfte wie ein kleines Kind neu lernen, was macht mir denn Freude? Was mache ich denn gerne? Mit welchen Menschen umgebe ich mich gerne? Welche Gespräche führe ich gerne? Lese ich gerne oder gehe ich gern raus? Ich wusste das alles nicht. Ich hatte mein Leben so auf die Bedürfnisse der anderen ausgerichtet, dass ich das alles neu lernen musste. Ich glaube, dass die meisten Menschen gar keine Angst vor dem Tod haben. Sie haben vielleicht eine Angst vor dem, wie sterben sie. Aber vor dem Tod selbst nicht. Wir haben aber eine furchtbare Angst, uns selbst zu leben. Wir wollen keinem wehtun. Wir wollen hineinpassen in eine Gesellschaft. Wir wollen dazugehören, wissen aber überhaupt nicht wie. Wir haben furchtbare Angst davor, unsere Individualität zu leben. Oder sehr viele Menschen haben Angst davor. Und geraten dann in ein Leben hinein, was wie einer Sackgasse gleicht, was immer enger wird und kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo sie merken, jetzt geht's nicht mehr weiter. Oder der Körper zeigt ihnen dann Wandlungsschritte in Form von einer Krankheit oder dass im Außen irgendwas geschieht. Und die meisten Menschen drehen erst oder wechseln erst dann ihr Bewusstsein in oder ihren Blickwinkel in Bereiche, um die es wirklich geht. Bei mir selbst war das nichts anderes. Wäre dieser Brandunfall nicht gekommen, ich wäre heute immer noch eine leere Marionette. Also das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Leben, dass wir versuchen, miteinander versöhnt zu sein, aber auch mit Gott, auch mit sich selbst. Das ist auch nicht immer so einfach. Wir haben ja auch Konflikte in uns selbst, mit denen wir nicht immer so einfach zurande kommen, weil wir nicht wissen immer, ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist. Sie haben vorher von Reisen gesprochen, also von außerkörperlichen Erfahrungen, die Sie immer noch machen können. Können Sie ein Beispiel davon erzählen? Ich nutze diese Möglichkeit, um anderen Menschen oder auch Tieren zu helfen. Das heißt, ich lege mich dann abends hin, und statt einzuschlafen im Sinne von unbewusst werden, schläft mein Körper einfach ein und ich kriege die Freiheit, mich zu bewegen und kann mit meinem
Ziel, aus dem Herzen heraus möchte ich dann einem bestimmten Menschen helfen. Und dann geht's los, dann bewege ich mich an diesen Ort. Alle Ängste oder Prägungen von einem Menschen sind, und das zeigt sich richtig in Landschaften, die ich, durch die ich hindurchgehen kann. Ich treffe da Wesen, die mithelfen, immer wenn ich außerkörperliche Erfahrungen mache. Sind Wesen da, die mithelfen. Und ich kann dann die Ursache für Krankheit und Leid erleben, richtig in einem 360-Grad-Erlebnis. Und da geht es immer darum, mit dem inneren Quell der Liebe, der jeder Mensch hat, da eine Verbindung zu schaffen. Und dann mache ich so eine Arbeit. Ich nutze es im Moment nur so. Man könnte diese außerkörperlichen Reisen auch nutzen, um andere Dimensionen zu erforschen. Meine Motivation liegt anders. Meine Motivation ist wirklich einfach die Liebe auf der Erde in unserer Dimension wachsen zu lassen. Und ich bin meiner Motivation unterworfen in inneren Reisen. Das heißt, ich kann nicht mit dem Verstand sagen, ich möchte jetzt andere Dimensionen mit anderen Lebensformen erforschen, wenn mein Herz sagt, ich möchte Liebe in diese Welt bringen. Das ist auch gut so. Von dem her bin ich an einen sehr nahe an die irdische Realität. Dieser Raum, in dem ich arbeite, der ist sehr nahe an der Physis. In dem bewege ich. Wenn Sie sagen, dass Sie heute noch außerkörperliche Erfahrungen machen können, treffen Sie da auch auf Wesen, die Ihnen nicht gut gesinnt sind? Ich treffe vergleichbare destruktive Wesen, wie ich sie getroffen habe als Kind. Aber ich habe keine Angst mehr vor ihnen. Es ist mir bewusst geworden im Laufe dieser inneren Entwicklung, dass es einfach, ich wurde ja nie wirklich verletzt als Kind. Was passiert ist, ist, dass ich in Panik geraten bin, dass ich Angst bekommen habe. Und ich habe bemerkt, dass der Einfluss, der diese Wesen auf mich haben, nicht größer sein kann, als dass ich Angst bekomme. Und ich habe in einem nächsten Schritt auch gelernt, was diese Wesen benötigen. Ich habe sie als bedürftig erkannt. Sie sind zwar aggressiv, treten aggressiv auf, destruktiv, sind aber in einem Mangel. Und genau da setzt dann auch meine Heilarbeit an oder die Heilarbeit, die ich den Menschen vermittle, weil das kann jeder Mensch in sich machen. Es ist nötig, Liebe dahin zu bringen. Man muss sich wirklich verbinden können mit seiner eigenen Mitte, denn in unserer Mitte sind wir Liebe. Das ist die Wahrheit über uns. Wenn man diese Verbindung herstellen kann und die fest ist, gut sitzt und man dann in diese Bereiche in sich geht, die ich auch in außerkörperlichen Wahrnehmungen dann so wahrnehme, dann sind Ängste und Traumata, sind dann destruktive Wesen, die da sind, die auf einem zukommen, die einem Angst machen möchten. Wenn man dann aber wirklich in seiner Mitte verankert ist und aus dieser Liebe heraus auf diese Wesen zukommen kann, dann verliert man nicht bloß die Angst vor diesen Wesen, sondern die transformieren sich tatsächlich. Da geschieht eine Veränderung und Dinge verschwinden. In unserer Realität bedeutet das, dass im Unterbewusstsein negative Einflüsse wirklich verschwinden, sich auflösen, dass Dinge heil werden können, von denen man vielleicht denkt, dass sie niemals heilen könnten. Aber es ist möglich. Wenn wir verstehen, dass diese Welt, die wir hier erleben, eher eine virtuelle Welt ist, die aus unser aller Geist entstanden ist, letztlich aus einem göttlichen Geist heraus, der, Platon beschreibt es so, die Urkraft dessen ist, der dieses alles geschaffen hat,
dann kommen wir dem Wesen des Menschen, denke ich, schon relativ nahe, beziehungsweise, ich muss schon sagen, relativ nahe. Die wirkliche Wesenheit des Menschen werden wir so ohne weiteres nicht ergründen. Da sind wir tatsächlich noch weit weg. Und ich glaube auch, dass es gar nicht angedacht ist, in dieser Welt zu tief in diese Wesenheit einzudringen. Sonst würde uns das wahrscheinlich auch wahnsinnig machen. Wir würden auf Sichtweisen kommen, die uns in dieser Welt nicht unbedingt dienlich wären, so möchte ich das mal sagen. Wir müssen uns schon klar machen, wir sind hier in einer materiellen Welt und müssen uns mit dieser Welt auseinandersetzen, haben, ich denke, gewisse Aufgaben hier zu erfüllen, sind da zu einem gewissen Zweck. Ich sage immer, oder für mich ist es so, dass dieses Leben so eine Art Schule ist, in der wir uns seelisch weiterbilden, unser Bewusstsein, unsere Bewusstheit weiterbilden, unser Wesen immer stärker formen und ausbauen, um dann in unserer geistigen Präsenz und in unserer seelischen Präsenz und Daseinsform ein Stück voranzukommen, so sage ich das mal vorsichtig. Sie haben auch noch das wunderschöne Bild von dem Webbild gebracht, ja, und haben gesagt, Sie haben den Sinn des Lebens da erkannt. Was war da Ihre Erkenntnis? Dass das Leben in sich als Leben Sinn hat und dass man sich da gar nicht quälen muss. Es hatte mich gequält, diese Frage. Ich habe deswegen extra Philosophie studiert. Aber letztlich muss man diese Frage gar nicht zwingend stellen. Sie ergibt sich von selbst aus dem Leben. Mhm. Ich komischerweise kann ich keine klare Antwort geben. Was ist der Sinn des Lebens? Es ist das Leben. Es ist eigentlich so für mich, dass dieses Licht inzwischen so wie so ein Schatzkästchen ist. Also ich habe dieses Licht in so eine ganz kostbare Truhe für mich verpackt. Und wenn ich will, kann ich da immer wieder ran und mir da was auch holen. Oder wenn es ganz schlimm ist mit mir, kann ich mich daran erinnern und denken, siehste, es gibt den Tod, den gibt es sicher. Du hast es erlebt und er kann ganz schnell kommen, ganz schnell von hinten. Aber dieses Glück, diese Glücksqualität, die gibt es auch. Also das scheint gerade, dass diese Erfahrung ganz dem Leben gehört, ganz normal ist. Eines Tages werden wir alle diese schöne Erfahrung machen dürfen. Und ich freue mich darauf. Aber in einem Beispiel, in einer Situation, habe ich selber mal nachgefragt. Und zwar ging es da darum, dass ein Freund von mir gestorben war. Und eine Zeit lang später habe ich seine Frau getroffen. Und dann erzählte sie mir, dass auch eine Haushaltshilfe zu ihr gekommen sei und ihr gesagt habe, sie habe von ihrem Mann Albert geträumt. Und sie solle ihr ausrichten, er sei jetzt da, wo er immer hin wollte. Was immer das bedeuten mag. Dann habe ich zu ihr gesagt, was glaubst du denn, warum musste das auf diesem Umweg passieren? Warum hat er dir das nicht selber gesagt? Und da hat sie auch gelacht und sagte, vor seinem Tod haben wir mal über diese Möglichkeit gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, wenn du tot bist, komm bloß nicht auf die Idee, hier herumzuspuken. Der Verstorbene hat die Frau ernst genommen.